Batman The Killing Joke ist sicher einer der kultigsten Batman-Comics aus den späten 80ern, gezeichnet und geschrieben von den großartigen Alan Moore und Brian Bolland, wobei Alan Moore vor allem wahrscheinlich den meisten von euch durch Watchmen bekannt ist. Von diesem Film gibt es jetzt einige verschiedene Versionen. Es handelt sich dabei nach langer Zeit um einen Zeichentrickfilm, bei dem Warner und DC tatsächlich ein R-Rating genehmigt haben, damit man den düsteren Ton vom Original wirklich umsetzen kann. Der Film ist dann in deutscher Sprache mit FSK 16 Freigabe erschienen und da eben neben der Standardversion auf DVD und Blu-ray auch in einer limitierten Hardcover-Ausgabe, die es eigentlich exklusiv bei Amazon zu kaufen gibt und die neben dem Film eben auch die Comic-Vorlage bietet. Das Allercoolste für mich an der Stelle ist, dass ich dieses Teil nicht gekauft habe bei Amazon, sondern gewonnen habe. Und deswegen an der Stelle noch einmal ganz, ganz nette Grüße an Panini Comics und vielen Dank für das Facebook-Gewinnspiel. Da sollte man nämlich einfach einen Kommentar unter einem Beitrag posten, warum man dieses Teil gerne haben würde. Und ich habe geschrieben: Beim Einzug in meine Sammlung würde wahrscheinlich sogar dem Joker das Lachen vergehen. Offensichtlich ist der Kommentar gut angekommen oder der Zufallsgenerator hat mich einfach auserkoren und ich habe von Panini dieses Hardcover zugeschickt bekommen. Absolut hervorragend verarbeitet, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Drinnen, wenn wir uns kurz die Inhaltsangabe von dem Comic anschauen, sehen wir, dass einerseits The Killing Joke komplett dabei ist und dass es dann auch noch drei Bonus-Comics gibt, natürlich alle in deutscher Sprache. Das Einzige, das mir jetzt beim allerersten Durchblättern durch dieses sehr gut verarbeitete, gutes Papier und so weiter, Comic-Booklet aufgefallen ist, dass es nicht immer deutlich zu erkennen ist, zumindest beim Durchblättern, wo ein Comic aufhört und das nächste anfängt. Da bin ich es von meinen amerikanischen Deadpool-Comics gewohnt, dass dann halt immer eine Seite mit dem Cover von dem damaligen Comic eingeblendet wird. Aber das macht nichts. Eine wirklich, wirklich tolle Sache. Ganz auf der rechten Seite ist dann die Blu-ray-Disc eingearbeitet in das Ding. Für die DVD wäre das keine gute Halterung. Für die Blu-ray, die ja relativ kratzresistent ist, passt das tiptop. Das Einzige, was mich an dieser Limited Edition und an diesem Release absolut gewundert hat, ist die Tatsache, dass es hier keinen Ultraviolett Digital Copy Code gibt von dem Film, der nämlich bei der Standardversion von der Blu-ray definitiv dabei ist. Aber